Einen wunderschönen guten Morgen aus Kopenhagen. Wir sind jetzt schon ungefähr 2-3 Stunden in Kopenhagen. Es gab ein paar Planänderungen, deswegen sind wir schon zwischen 5 und 6 Uhr eingelaufen. Ja, see you later. Wenn ihr nach Kopenhagen möchtet, kann ich euch den Tipp geben, einfach einen Shuttlebus zu verwenden. Das müsst ihr auch gar nicht vorbuchen oder so. Ihr könnt einfach hingehen, eure Bordkarte vorlegen und pro Person 14 € bezahlen. Das ist auch gleich für hin und zurück. Das ist eigentlich sehr praktisch.
Genau, ihr fahrt dann ungefähr 20 Minuten mit dem Bus zur kleinen Meerjungfrau. Von dort aus müsst ihr aber noch ein kleines bisschen laufen. Oder ihr lauft 30 Minuten bis in die Innenstadt. Dann könnt ihr euch die Innenstadt ein bisschen genauer anschauen. Aber da finde ich die Wegbeschreibung sehr schlecht. Also da sollte man sich vorher schon ein bisschen informieren. Genau, aber sonst finde ich das eigentlich recht gut.
sind wieder vollzählig, nehmen die Gangway jetzt rein, machen die Schotten dicht. Ja, und der leitende Chefingenieur startet nun auch die Hauptmaschine, sodass es dann hier 18 Uhr losgeht und die letzte Leine vom Pollerfeld. Ja, wir werden uns dann einmal mit Hilfe des Windes hier vom Liegeplatz wegdrücken lassen, dann Vorausfahrt aufnehmen und dann den Hafen von Kopenhagen wieder verlassen, um uns auf den Weg zu machen nach Oslo. Wir wollen ja morgen früh bereits um 9 Uhr den Lotsen für den Oslofjord übernehmen. 9 Uhr geht es dann sozusagen mit der Fjordpassage los. So richtig interessant und enger wird der Fjord dann morgen erst gegen 11.15 Uhr. Da freue ich mich, dass auch unser Lektor, der Heiko, dann hier oben mit zu uns auf die Brücke kommt und sie dann entsprechend etwas informieren kann über die Fjordpassage. Ja, dann wollen wir 13.45 Uhr circa am Liegeplatz in Oslo fest sein. Ja, Durchschnittsgeschwindigkeit heute Nacht dann 14,8 Knoten, also gut 30 Kilometer in der Stunde. Ja, und insgesamt gilt es 273 nautische Meilen bzw. 505 Kilometer zurückzulegen. Ja, die Seegangsverhältnisse heute Nacht vorhergesagt mit maximal 1,5 bis 2 Meter, wird somit eine ruhige Überfahrt und auch der Wind hat sich wieder etwas beruhigt. Wir erwarten Wind aus nordöstlichen Richtung mit gut 25 Knoten, also einer guten 6 auf der Buford-Skala. Vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um keine Videos weiter zu verpassen. Und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder.